Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim. Wenn ich es euch doch sage, irgendetwas an dieser Monduhr stimmt nicht. Ja, in der letzten Episode haben wir uns mit Serana auf den Weg gemacht, um ihre Mutter zu finden. Denn ihre Mutter hat nicht nur eine Schriftrolle der Alten, sie kann uns auch mehr zu dessen Verwendung sagen. Wir sind jetzt im Innenhof von Burg Volkiha, der Vampirburg. Und müssen das Rätsel zu dieser Monduhr herausfinden. Den ersten Hinweis, den ich hier sehe, ist, dass es hier ein fehlendes Emblem gibt. Genauso wie hier. 1, 2, 3, 4 Stück fehlende Mondstein-Emblems. Wenn ihr mich fragt, muss das irgendwo hier sein. Also schauen wir uns mal um. Ich gehe in diesen Modus, da sehe ich besser. Ah, da vorne haben wir schon eins. Okay, ein Stück haben wir schon. Das ist der Garten der Mutter. Ah, seht ihr? Genau, das ist der Garten der Mutter, den sie so gepflegt hat. Das heißt, es war anzunehmen, dass hier auch ein Stück ist. Da oben was? Nein. Ah, hier ist das dritte Stück. Und ich glaube, wenn ich mich nicht verzählt habe, fehlt noch ein letztes Stück. Okay. Also gefunden hätte ich jetzt eigentlich drei Stück. Ich werde es mal einsetzen. Wenn ich es euch doch sage, irgendetwas an dieser Monduhr stimmt nicht. Oh, okay. Drei Stück haben gefehlt. Zwei waren absichtlich frei. Cool. Zum ersten Mal in diesen Tunneln, aber ich würde wetten, dass sie direkt unter dem Innenhof verlaufen und bis zu den Turmruinen führen. Nun, wenigstens kommen wir unserem Ziel näher. Los geht's. Auf geht's. Irgendwas sagt mir, dass uns etwas sehr Schwieriges erwarten wird. Also auf geht's in die Ruinen von Volkiha. Okay, hier sind wir angelangt, also ich werde jetzt vorsichtig vorgehen. Ich spiele nach wie vor auf den Schwierigkeitsgrad Meister mit einem Mod, der das Kampfsystem noch erschwert. Das heißt, ich sollte durchaus vorsichtig sein. Ich habe diesen Teil der Burg noch nie zuvor gesehen. Seid vorsichtig. Ich weiß nicht, worauf wir hier stoßen könnten. Okay. Frisches Blut liegt hier auf jeden Fall herum. Das heißt, es könnte hier irgendwo ein Vampir sein. Noch mehr Blut. Und hier ist die Antwort. Ein Skelett. Wer ist das? Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Jawohl! Da sitzt noch eins. Da sitzt noch eins. Wer ist da? Es hat mir geschafft. Wer ist da? Wow. Auf geht's.
Skelett-Hero. Tja, so der Held warst du wohl doch nicht. Okay. Ziemlich heftig. Zum Glück habe ich meine Armbrust dabei. Goldpfeile und eine Silberhalskette. Und eine Goldhalskette. Okay. Gehen wir vorsichtig weiter, davor werden wir speichern. Ich gehe jetzt einfach mal hier in diese Richtung. Oder? Oh ja, da geht's auch rauf. Das heißt, das ist egal. Wir sind fast am Ziel. Da bin ich mir sicher. Oh oh, ein Gargoyle. Die sind sehr gefährlich. Ah, die sind echt böse. Zum Glück sind die jetzt auf Serana losgegangen. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass die mich mit zwei Schlägen töten könnten, wenn sie wollen. Lederstreifen kann man immer gebrauchen. So, ich kann hier erstmal nichts erkennen. Ich höre aber Skelette. Okay, da sind sie. Wer ist da? Eine verschlossene Tür. Vielleicht finden wir einen schönen Schatz dahinter. Nein. Komm schon. Ah. Okay, schauen wir mal. Okay, ich habe mir jetzt irgendwas Epischeres vorgestellt. Irgendeine fette, schöne Schatzkammer. Spinnenei. Tja, jeder verschließt andere Sachen. Warum setzt du dich hin? Am Ziel. Da bin ich mir sicher. Oh, was war das jetzt? Das ist nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Ich höre Skelette. Oh, ein Gargoyle. Stirb, 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 stirb. Problem. Ich bekommt ihr nicht. Das wird euch eine Lehre. Boah, die sind so stark. Wir sind auf jeden Fall noch Gegner in der Nähe. Ich muss jetzt aufpassen. Wer ist da? Sein. Oh, wer bist denn du?
Oh, noch ein Gargoyle. Zum Glück verwandelt sich hier nicht jeder. Der nächste. Okay, die Gegner werden schwieriger. Dann müssen wir besser werden. Ziemlich verwinkelt hier alles. Wir sind fast am... Ja, da bin ich mir sicher. Da drüben. Ui, da sind jetzt mehr oder wieder. Wer ist da? Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Der war schön. Ein Amethyst für uns. Pfeile, Bolzen, kann man immer gebrauchen. Oh. Bevor ich gegen den Gargoyle kämpfe. Ich lieber speichern. Okay. Dann ist er wohl doch nicht lebendig. Das war irgendwie klar, oder? Ich habe hier echt Probleme. Scheiße. Okay, das war eindeutig zu knapp. Da rasten wir gleich mal eine Stunde. So, wir haben halt eine Kette schon gezogen. Das heißt, irgendwo
Hat sich doch theoretisch irgendwas, das da hinten hat sich gleich geöffnet. Oh. Wer ist da? Nein. Das ist nicht normal. So übertrieben stark. Die Frage ist, was mache ich, wenn mal mehr von denen kommen? Oh, eine Expertentür. Vielleicht gibt es diesmal mehr als nur ein paar Dietriche. Mann. Okay, irgendwo dort rechts unten ist es. Ja. Und. Okay, eine Waffenkammer. Ach, da haben wir einen guten Bogen. Stahlschreitachs der Hitze. Nehmen wir mit. Und da haben wir einen Heiltrank. Sehr gut. Okay, wir speichern. Und dann gehen wir weiter vor. Oh Mann, es ist leider sehr, sehr schwer. Woher seid ihr gekommen? Boah. Alter, jetzt schon neue Stufe verwenden. Die wollte ich mir für einen schwierigeren Kampf aufheben. Du kannst einen mächtigen Angriff durchführen. Doppelten kritischen Schaden. Ui. Mächtige. Das nehmen wir. Einer lebt noch, da unten. Geh weg! Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Schön. Und eine Niere sein.
Puh. Das wird sicherlich noch schwieriger und ich habe jetzt schon massive Probleme. Und komm noch Heldrinke. Wieso geht der wieder? Ah, okay, da war dieses Tor, da haben wir den Gargoyle umgebracht. Das heißt, wir werden irgendwo hier entlang müssen. Okay, da waren wir noch nicht. Ja, ich frage mich, wer hier gewohnt hat. Wird er nicht nur die Mutter gewesen sein? Hier wurde ganz eindeutig mehr getan. Sieht eher nach einem Forschungsbereich aus. Oh, Backe. Okay, das wird offensichtlich ein ganz schwieriger Kampf. Und bevor wir uns hier in den Kampf werfen, werde ich mal schauen, was habe ich hier zur Verfügung. Anker. Kometen. Das versuchen wir einfach mal. Hey. Hey, lass mich doch mal den Zauberspruch ausprobieren. Wieso funktioniert das nicht? Geht nicht. Na toll. Wieso funktioniert dieser Zauberspruch nicht? Oder mache ich was falsch? So, ich brauche irgendwas anderes. Stab der Blitze, schaut gut aus. Belebt einen schwachen Toten wieder. Besänftigung. Ich nehme den Stab der Blitze. Mit dem haben wir auch schon gegen den Centurio der Dwemer gekämpft, wenn ihr euch noch erinnert. Nicht. Da
Stärke, danke. Ich habe nichts. Ach Gott. Schaffe ich ja nie. Na genau. Steh auf. Kämpfe mich. So, Freunde, jetzt erklärt mir mal, wie ich das schaffen soll. Wie soll ich das schaffen? Kann man das mal erklären? Es gibt keine Möglichkeit. Ich habe keine Ahnung, also es geht nicht mit dem Zauberstab, es geht nicht mit Blocken, es geht nicht mit Ausweichen, es geht nicht mit Pfeil und Bogen, es geht mit nichts. Meine Zaubersprüche gehen nicht. Ich werde jetzt einfach nochmal testen. So, gedrückt halten. Ich warte jetzt einfach mal. Und... ja, da passiert einfach nichts. Okay. Wir sind fast am Ziel, da bin ich mir sicher. Was habe ich noch? Rolle des Feuerballs. Ah, es gibt keinen Weg. Es gibt keinen Weg. Ich kann den nicht besiegen, es geht nicht. Ich tue mir schon mit einem schwer, wie soll ich da drei schaffen? So, jetzt habe ich bald nichts mehr. Ja.
Was macht der? Wohin laufe ich? Tja, da liegen wir wieder. Okay, Freunde. Ich werde mir was bis zum nächsten Mal überlegen. Ich werde vielleicht die Schwierigkeit doch eine Stufe zurückstellen, weil ja, das hat nichts mehr mit schwer zu tun, das ist einfach nicht zu Wir sind schaffen. fast am Ziel, da bin ich mir Und sicher. wir sehen in der nächsten Episode, wie es dann wirklich weitergeht, ob ich die Gargoyles besiegen kann und vor allem, was mit Serranas Mutter passiert ist. Wir Also sind Freunde, fast am danke Ziel, fürs da bin Reinschalten ich mir und wir sicher. sehen uns in der nächsten Episode von Let's Play Skyrim. Also, bis dann, ciao.